ist dieses kleine unscheinbare Pflänzchen namens Gänseblümchen giftig? Ja oder nein? Das klären wir heute in diesem Video. Und ich stelle dir außerdem noch ein paar neuere Studien zum Gänseblümchen vor, beziehungsweise Studienergebnisse. Was die herausgefunden haben, ist auch total wertvoll, wie ich finde. Und ich werde dir natürlich auch so ein bisschen zeigen, wie du das Gänseblümchen erkennst. Aber es geht auch vor allem um die Inhaltsstoffe, um die Wirkweise dieser Pflanze und ob du die eben sicher verwenden kannst, ja oder nein. Ja, also jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Gänseblümchen, wie kommst du jetzt darauf, dass es giftig sein könnte? Ich habe jetzt tatsächlich in den letzten paar Wochen ist mir das zweimal über den Weg gelaufen. Erst habe ich eine ältere Dame bei mir im Dorf getroffen, die mir erzählt hat, dass früher immer gesagt worden ist, dass das Gänseblümchen giftig ist. Deswegen sollten die Kinder das ja nicht essen. Und dann ist mir das ein weiteres Mal über den Weg gelaufen. Und zwar gehe ich mit meinem Sohn in eine Waldkrabbelgruppe. Und da erzählte man ebenfalls, dass es Eltern gibt, die glauben, dass das Gänseblümchen giftig ist. Und ich finde das fast schockierend. Deswegen wollte ich jetzt hier mal das Aufklärungsvideo starten. Um es kurz zu machen, nein, das Gänseblümchen ist nicht giftig. Also wir können jetzt das Video hier an der Stelle beenden. Also du hast jetzt deine Antwort. Nein, das Gänseblümchen ist nicht giftig. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr über das Gänseblümchen erfahren möchtest, dann schau einfach weiter. Kleine Eigenwerbung am Rande. Am 11.09. um 19 Uhr findet wieder ein kostenloser Workshop online von mir statt. Alle Infos findest du in der Beschreibung. Einfach auf den Link klicken. Schau einfach mal, ob das was für dich ist. Wenn ja, freue ich mich total, wenn du mit dabei bist. So, ich hoffe, dass die meisten von euch jetzt nach der Beantwortung der Frage immer noch weiter mit dabei sind, denn es ist wirklich faszinierend, wie wertvoll dieses kleine Pflänzchen ist. Ja, da steckt so viel Heilkraft drin. Es ist so vielseitig einsetzbar. Und was ich auch besonders spannend finde, das Gänseblümchen ist gerade für Kinder unglaublich wertvoll. Eine ganz wertvolle Kinderheilpflanze. In der Kinderheilkunde wird die Pflanze auf jeden Fall bei Kinderleiden wie zum Beispiel Husten verwendet. Aber dazu noch mal später etwas mehr. Jetzt erzähle ich dir erstmal, warum das Gänseblümchen auch eine Wetterpflanze ist, also eine Wettervorhersagepflanze ist. Schauen wir uns das mal genau an. So, ich habe jetzt gerade, während ich das Video drehe, eine kurze Regenpause abgepasst, aber das Gänseblümchen, wie du hier siehst, hat ja so ein bisschen die Knospe bzw. die Blüte geschlossen. Und das ist immer ein sehr schönes Zeichen dafür, dass es vermutlich bald wieder regnen wird. Also, wenn die Gänseblümchen ihre Blüten schließen, dann, Achtung, holt euren Regenschirm heraus. Und ja, nachts haben sie eben auch ihre Blüten geschlossen. Da funktioniert die Wettervorhersage nicht. Da haben sie Feierabend, die Knospen, die Blüten. Die Köpfchen der Gänseblümchen, die richten sich immer nach der Sonne. Das heißt, am Tag drehen die sich einmal so im Kreis oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Könnt ihr auf jeden Fall beobachten. Gänseblümchen reckt sich immer nach der Sonne. Und ist dir übrigens schon mal aufgefallen, dass nachdem du den Rasen gemäht hast, ungefähr eine Stunde später die Gänseblümchenblüten wieder aufrecht stehen? Also das finde ich auch total sensationell. Gänseblümchen wächst ja super gerne auf der Wiese. Da findest du es hauptsächlich. Und ein Rasenmäher kann ihm irgendwie nichts anhaben. Es ist rubbeldizupp wieder da. Finde ich total spannend. So, bevor es gleich wieder regnet, schauen wir uns das Gänseblümchen noch jetzt mal schnell etwas genauer an. Du kannst ganz schön sehen, dass das Gänseblümchen in einer sogenannten Blattrosette Rosette wächst. Ja, also aus einem Punkt wachsen mehrere Blätter, die sehr bodennah wachsen. Aus der Blattrosette heraus wächst der behaarte Blütenstängel
Und ich hoffe, ich kriege es jetzt scharf gestellt. Yep. Und auf jedem Blütenstängel sitzt eine wunderschöne Blüte. Das Gänseblümchen gehört zu den Korbblütengewächsen. Also es ist eine Korbblüte mit Zungenblüten und Röhrenblüten. Hier sehr schön zu sehen, wunderhübsch anzusehen. Kommen wir mal zu den Inhaltsstoffen dieses fantastischen Pflänzchens. Ich merke gerade, mein T-Shirt ist etwas nass geworden nach der Aktion, mich auf der Wiese zu filmen. Das ist übrigens, ganz kurz gesagt, das ist ein T-Shirt, das mit Pflanzen gefärbt ist. Super cool, habe ich kürzlich mit meinen Pflanzenfreundinnen gemacht. Aber dazu vielleicht mal mehr in einem anderen Video. Also, was steckt drin in dieser fantastischen Pflanze? Und da steckt nämlich eine ganze Menge drin. Also wir haben ein unfassbar tollen Cocktail an Saponinen, Gerbstoffen, Bitterstoffen, Schleimstoffen, Flavonoide, viele Mineralstoffe, Vitamin C, wenige ätherische Öle und organische Säuren. Es ist tatsächlich so, dass das Gänseblümchen in der heutigen Medizin keine Bedeutung hat. In der Homöopathie ist es genau der umgekehrte Fall. Es ist eine der wichtigsten Pflanzen bei stumpfen Traumen und auch bei Hautleiden. Ja, und ich sagte ja eingangs schon, in der Kinderheilkunde ist es eine der wichtigsten Pflanzen. Wir haben die schleimlösende Wirkung. Ja? Wir haben zum einen die Saponine, die den Schleim verflüssigen und dadurch der Schleim aus den Bronchien besser abgehustet werden kann. Wir haben aber auch noch die Schleimstoffe, die sich wie so ein schützender Film auf die Schleimhäute legen und Reizhusten gelindert wird. Ja? In der Kinderheilkunde ist daher das Gänseblümchen in Hustenteemischungen nicht wegzudenken. Ja? Ganz fantastisch zusammen mit Schlüsselblume und Veilchen beispielsweise. Außerdem ist es eine ganz wunderbare Wundheilpflanze und auch hier, es ist ein bisschen wie der Spitzwegerich, wie so eine Art Wiesenpflaster. Man kann jetzt tatsächlich hingehen, das Blättchen nehmen und auf eine leichte Verletzung reiben, ja, wie zum Beispiel eine Schorfwunde oder so, und das ist leicht schmerzlindernd. Und das können sogar Kinder machen, ja. Und wie cool ist das bitte schön, wenn ich stelle mir das total cool vor, wenn mein Sohn jetzt hier durch den Garten pest, sich hinhaut und dann einfach ein kleines Blatt Spitzwegerich oder Gänseblümchenblättchen nimmt, sich das da drauf reibt und dadurch irgendwie die Wundheilung auch fördert, ja. Und ja, sich selbst zu helfen weiß. Ich finde das einfach super cool, ja. Weitere tolle Wirkungen vom Gänseblümchen. Es ist eine stoffwechselanregende Wirkung. Bitterstoffe sind da drin, ja. Und die unterstützen die Leber unter anderem bei der Stoffwechselarbeit. Und es hat eben auch eine heilsame Wirkung bei stoffwechselbedingten Hauterkrankungen, ja. Wenn ich zum Beispiel meinen Körper komplett voll gemüllt habe, ja, mit Chemikalien, mit Medikamentenrückständen, mit Fast Food, total übersäuert bin, ja, dann kommt mein Körper einfach nicht mehr nach, die Entgiftung anständig anzukurbeln. Und das zeigt sich ganz oft übrigens auch an einem schlechten Hautbild. Also der Körper fängt dann auch an, über die Haut zu entgiften. Und wenn diese ganzen Giftstoffe, ja, austreten, dann kann das dazu führen, dass ich Pickel bekomme oder grundsätzlich ein schlechtes Hautbild bekomme. Und da unterstützt das Gänseblümchen eben oder beziehungsweise wirkt dagegen. Ja, es unterstützt unseren innerlichen Stoffwechsel und wirkt dadurch auch positiv auf unser Hautbild. So, und laut neueren Studien ist es übrigens so, dass das Gänseblümchen laut diesen Studien außerdem antimikrobiell wirkt, antioxidativ ist. Und was ich super spannend finde, ist, dass es schnelles Zellwachstum hemmen soll, was bedeutet, dass es im Prinzip krebsvorbeugend ist. Ja? Also das finde ich auch super spannend. Wie kann ich es jetzt innerlich verwenden? Gänseblümchen innerlich verwendet, ist total schön, um den Stoffwechsel anzuregen. Bei Husten kann man es verwenden und auch, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, innerlich stoffwechselanregend husten.
bei Husten lösend. Bei Entgiftungskuren ist es einfach total schön. Ja? Also innerlich super klasse. Äußerlich kann ich es verwenden, es ist super vielseitig. Bei Wunden, ja? Bei Zerrungen, bei Verstauchungen, dann kann ich es anwenden bei eben Hautleiden, ja, leichten Ekzemen oder stoffwechselbedingten Hauterkrankungen. Es ist unfassbar vielseitig. Und wie verwende ich es? Total simpel, als Tee. Blütenhonig kann ich auch daraus herstellen. Ich kann natürlich auch eine Tinktur aus dem Gänseblümchen machen oder vielleicht auch ein Oxymehl, ja. Und apropos Giftigkeit vom Gänseblümchen, es hat keine Nebenwirkungen, beziehungsweise sind keine Nebenwirkungen bekannt. Das macht das Gänseblümchen vermutlich auch in der Kinderheilkunde so attraktiv, sage ich mal. Du kannst es übrigens auch ganz prima als Wildgemüse verwenden. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, ne? Als Wildgemüse ist es total fantastisch. Ich habe daraus schon, ich habe daraus schon eingelegte Knospen gemacht. Also so süß-sauer eingelegte Knospen. Fermentierte Knospen habe ich dieses Jahr ausprobiert. Du kannst sowohl die Blüten als auch die Blätter im Salat, in den Salat mit untermischen. Du kannst ein Chutney aus den Blüten machen. Du kannst die Blüten mit in eine wilde Limo geben. Da sitzen halt viele schöne Hefen drauf, die ganze schöne Fermentation mit anregen. Und ja, im Wildkräuterpesto macht es sich natürlich auch total gut. Ja? Und grundsätzlich finde ich die Blüten einfach auch super schön als Dekoration. Was man schon sagt, weil da eben auch Saponine drin sind, das Gänseblümchen hat viele Inhaltsstoffe, ist es so, dass man das Gänseblümchen jetzt nicht in rauen Massen zu sich nimmt. Also bei der Brennnessel zum Beispiel, da kann man ja wie so eine riesen Spinatportion davon einmal verputzen. Gänseblümchen, zumal das auch recht zäh ist, die Blätter zu sammeln, das kommt noch dazu, dann nimmt man vielleicht so eine Handvoll mal mit in den Salat. Aber letztlich würdest du ja schon irre viel Gutes tun, wenn du jeden Tag, keine Ahnung, drei Blüten isst, drei Blätter isst, jeden Tag irgendwie so eine minimale homöopathische Menge reicht ja schon, um dir deinem Körper vor allem vorsorglich richtig was Gutes zu tun. Ja? Darum geht es ja im Prinzip auch, wenn wir uns mit Wildkräutern, mit Wildpflanzen beschäftigen, dass wir vorsorglich und ja auch mit einer gewissen Selbstverantwortung uns gegenüber, unserem Körper gegenüber, unserer Gesundheit gegenüber was Gutes tun. Ja? Und je mehr Wildpflanzen da in deine Ernährung wie nebenbei einfließen, desto besser ist das, weil du einfach nirgendwo in keinem gekauften Gemüse im Supermarkt so viele lebendige, echte Nährstoffe hast. Ja? Also nochmal hier ein Werbeblock für die Wildpflanzen, eine Werbung für mehr Wildpflanzen, die du in deine Ernährung mit einfließen lässt. Das ist einfach so wertvoll. Und hey, die wachsen kostenlos, überall. Das ist einfach so fantastisch. Du gehst auf einen Spaziergang und kannst dir nebenbei die Pflanzen zusammenpflücken. Und du musst ja nicht jeden Tag mit einem riesen Beutel nach Hause kommen. Wie gesagt, es reicht, wenn du hier und da einfach mal was naschst. Und schon hast du deinem Körper echt was Gutes getan. Also im Prinzip eine natürliche Vitaminpille oder mehrere vielleicht auch. So, ich hoffe jetzt, ich habe genug Werbung fürs Gänseblümchen gemacht. Du weißt, es ist nicht giftig. Du kannst es, jeder kennt das Gänseblümchen. Du kannst es auch mit keiner anderen Pflanze verwechseln. Es gibt keine Nebenwirkungen, aber jede Menge positive Wirkungen auf deiner Gesundheit. Ja, also viel Spaß mit dem Gänseblümchen, viel Spaß beim Entdecken des Gänseblümchens. Ich finde auch, das beste Wissen ist letztlich die eigenen Erfahrungen, die du mit den Pflanzen machst. Also probier es einfach aus. Ja? Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du abonnierst den Kanal. Ich hoffe, du empfiehlst den Kanal weiter, das würde mich mega freuen. Lässt mir noch einen Daumen hoch, das ist quasi hier meine Währung, damit ich weiß, dass dir das hier irgendwie auch was gebracht hat, dass es dir gefallen hat. Und ansonsten, ja, hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche Samstag in einem neuen Video wieder. Tschüss und ach,
denk auf jeden Fall noch an den kostenlosen Workshop, den ich ja am 11.09.2023 um 19 Uhr gebe. Ich würde mich voll freuen, wenn du dabei bist. Tschüss, deine Melanie.